So, herzlich willkommen bei einem weiteren Unboxing-Video. So, kurz Moment, muss ich mal hinsetzen. Und zwar, so, leichte Probleme noch hier. Jetzt sollte es gehen. Wir haben was Neues aus China. Ja, das Elephone S8 ist Geschichte. Hat doch ein paar kleinere Wehwehchen. Ist kein schlechtes Telefon oder war kein schlechtes Telefon. Ja, was haben wir hier? Wir haben das neue Blueboo S8 Plus Phablet. Heute frisch eingetroffen noch vor Weihnachten. Nach Österreich wieder mal mit Logo iX. Ja. Bin schon gespannt drauf. Es sollte die blaue Variante sein. Preislich liegen wir bei 130 Euro. Also kostet jetzt, glaube ich, knapp unter 130 Euro. Wieder von Gearbest. Versand wieder über Germany Express, also quasi zollfrei. Ja, dann machen wir das gute Ding mal auf. So schaut's aus. Die übliche China-Verpackung. Ja, eigentlich brauche ich da gar nicht. Ich habe ein Messer. Sollte so auch gehen. Tja. So. Hier haben wir unseren schönen S8 Klon. Ich zeige euch kurz mal die Verpackung. Mal etwas näher hier. Sehr schön in Black, in Schwarz. Also wie gesagt, 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Erweiterbar, glaube ich, über MicroSD. So, hier haben wir das Blueboo S8 Plus. Ein CPU ist MTK6750D, ein Octa-Core Prozessor. Android 7 sollte drauf sein. Display ist 6 Zoll. Eine duale Rückkamera mit 16 und 3 Megapixel. Glaube ich, vorne haben wir 5 oder 8. Ja, über die genaueren Daten könnt ihr euch im Internet informieren. So, dann mal auf. Das Messer brauchen wir nicht mehr. So, wow. Oder sollte hier tatsächlich ein echtes S8 Plus drin sein? Nee. So, wir holen es mal raus. Und ich lege es gleich mal auf die Seite. So, Zubehör. Kurzer Blick drauf. Was habe ich hier Schönes? Oh, natürlich das SIM-Eject-Tool. Ach, wir haben keinen Klinkenanschluss mehr. Okay. Interessanterweise legen die zwei Kabel hier bei. Von Klinke auf USB-C. Vom USB-C auf Klinke eigentlich, ja. Wir haben eine Warranty Card Blueboo. Ich könnte sagen, ist auf Englisch auch, nicht nur auf Chinesisch, sehr schön. Und ein schönes flexibles Cover. Ein Silikon-Cover haben wir hier. Und auch eine Display-Schutzfolie ist dabei. Schön. So. Das wäre das. Okay, das hatte ich schon gesehen bei einem anderen YouTube-Unboxing-Video. Die hatten auch zwei Kabel dabei, zwei Adapterkabel und auch zwei USB-C-Kabel. Ja. Anscheinend geht es mir auch so.
Anscheinend ist das wirklich serienmäßig, Standard oder so. Und sogar ein EU-Adapter. Ist doch sehr schön. Ja. Das war das Zubehör. Kurz und bündig. Das fühlt sich schon mal sehr schwer an auf den ersten Blick hier. So, die Verpackung ist noch eingepackt. Ist natürlich Dual-SIM fähig. Also entweder Nanos, eine Nano oder Micro-SIM oder zwei Nano-SIMs. So. Wow. Geil, muss ich sagen. Also das Blau schaut wirklich, das glänzt auch sehr schön. Hinten ist noch eine Folie oben. Tja, wenn ich hier etwas mehr Platz hätte, sieht man hier eigentlich was. Mal näher rangehen. So schaut es von vorne aus. Oh, man kann das Glänzende, glaube ich, schon sehen jetzt. Fühlt sich sehr hochwertig an. Oben ist der SIM-Karteneinschub, die Laut-Leiser-Tasten, die Einschalttaste und unten der Lautsprecher mit USB-C-Anschluss. Ja. So, wir werden es gleich kurz mal einschalten. Sollten wir hier etwas Strom oben haben, doch. Blubu natürlich in Blau. So, ich habe noch 3 Minuten, dann ist meine Aufnahme hier vorbei. Weil das S8 Plus nimmt leider nur 10 Minuten auf und dann stoppt die Aufnahme in 4K. So, was haben wir hier? Wir haben hier Deutsch, in dem Fall Österreich. SIM-Karte habe ich zurzeit keine. So, als neues Gerät einrichten. Suche nach WLAN läuft. Okay, und er findet auch eines. Da gebe ich doch gleich mal das Passwort ein. Das wird abgerufen. Ja. Gut, wir haben 43% Akku. So, 1,5 Minuten habe ich noch. Aber ich werde mich, glaube ich, mehr beschäftigen mit dem Handy wie mit dem anderen. Mit dem. Kurzen Moment. Wie mit dem Telefon. Ach, herrje. Ich jetzt nur das Passwort wüsste. So. Ja, Google-Dienste, mach nur. Ja, Fingerabdruck mache ich später. So, die Aufnahme ist gleich vorbei. Ich melde mich dann gleich darauf noch weiter.
So, hier bin ich wieder. Wir sind auf der Startseite vom... Stellt das auch scharf hier oder auch nicht? Ja, jetzt ist es scharf. So. Wir sind hier auf der Startseite des Bluebus. Wir schauen mal die Einstellungen. So, hier kann man sehen, Android 7. Stand der Sicherheitsupdates ist schon etwas älter. Mal schauen, ob es da ein Update gibt. Ich glaube, er hat schon eines. Nee, ich lade mal die Updates runter. Android sollte ziemlich Stock Android sein, glaube ich. Ja, das war's eigentlich mal fürs Erste. Sage ich mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, man hört sich, oder ich werde dann mal meine Erfahrungen hier vom Bluebu dann weitergeben. Okay, bis dann. Ciao, Leute.